So, da bin ich wieder. Der Manu und ihr seht das Kerbal Space Program. Die Folge, was weiß ich nicht was. Wir haben es geschafft, unseren kleinen Satelliten Spastnik. Finde ich witzig. Ja, ich weiß, ich bin ein Kleinkind. In ein Orbit, um Kerbin zu bekommen, haben jetzt den Manöverplaner, Manövermanager dazu verwendet, eine Flugbahn zu berechnen, die uns zum in die Mondumlaufbahn bringen wird, wo wir dann weitere Korrekturen durchführen müssen, damit wir auch auf einem Orbit um den Mond bleiben. Ansonsten würden wir nämlich hier raus katapultiert und dann Tschüssikowski, auf Nimmerwiedersehen, irgendwo Richtung Dres, was fliegt hier noch rum? Ilu und Joule rumgeistern. Ist nicht in unserem Interesse. Weswegen wir, wie gesagt, versuchen werden, hier dann Anpassungen anzubringen. So, wie lange dauert das noch? 10 Minuten? Ich würde sagen, ich mache an der Stelle einen kleinen Cut, bis wir da sind. Und ihr seht mich dann gleich wieder, beziehungsweise hört mich dann gleich wieder, wenn wir unsere ersten Manöver starten müssen, Richtung Mond. Alles klar, dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Manöver steht kurz vor der Haustür. Ich habe vorher, glaube ich, Orbital Injection gesagt. Ist natürlich Schwachsinn, heißt Orbital Insertion. Insertion Burn. Ist aber, glaube ich, nicht weiter tragisch. Vom Wortstamm her, von der Wortbedeutung her, sollte es ziemlich das gleiche sein. Wir sind jetzt quasi schon drüber über das Manöver. Ich hoffe mal, der Treibstoff reicht noch. Sieht echt nicht gut aus. Wir müssen noch 600 Meter die Sekunde runterreißen. Und dann natürlich hier auch noch bremsen. Was echt schwierig wird. Eieiei. Das wird nicht klappen. Wow, da war ich jetzt zu enthusiastisch. Jetzt muss ich das nochmal anpassen. Verdammt. Das kostet natürlich auch alles Treibstoff. Ja, wobei. Was ist das jetzt? Ja, jetzt hat's geklappt. Einfach nur dadurch, dass ich mich gedreht habe. Counter. Da hätte man ein ziemlich schmales Zeitfenster. Aber so wie es aussieht, kann ich das mit den RCS-Düsen noch ein bisschen lösen. Das Problem. Das sieht sehr gut aus. Das gefällt mir. Dann kann ich die letzten 12 Liter oder was wir auch immer noch im Tank haben, dazu nutzen, vielleicht ein bisschen abzubremsen. Also das Orbit sieht sehr schön aus. Verdammt, ich darf jetzt nur keine... Na, so will ich es haben. Und jetzt halt das bitte. Ich darf jetzt nur nicht so arg mit dem RCS rumspielen, weil das jetzt schon eine ziemlich brenzlige Geschichte ist. Moon Periapsis 225.000 Meter. Eieiei. Naja, auf jeden Fall beschleunigen wir jetzt mal die Zeit und schauen, dass wir unseren kleinen, schwerfälligen Satelliten da hinbekommen. Währenddessen sieht man hier schön die Sachen um die Planeten kreisen. Wow, die Zeitbeschleunigung ist manchmal ein bisschen tricky. Jetzt möchte ich mal kurz gucken, ob man den Mond schon sieht. Wo ist der denn? Wo sollte der denn? Da ist Kerbin. Sehr schönes Bild. So, jetzt ist mir doch so ein bisschen... Und da ist der Mond. Jetzt ist mir doch so ein bisschen mulmig zumute, weil, wie gesagt, Neuland für mich. Und wir sind jetzt in... einer Umlaufbahn um den Mond. Das heißt, wir müssen jetzt bremsen. SES bitte aus. Ach, verdammt. Das geht aus, wenn ich die Zeitbeschleunigung ausmache. So. Und dann müssen wir runterbremsen, was das Zeug hält. Wird wahrscheinlich nichts mit dem Orbit, einfach aufgrund dessen, weil es zu wenig Treibstoff ist, was wir mitgenommen haben. Gut zu wissen fürs nächste Mal. Und gut zu wissen für zukünftige Mondlandungen. So. Ah, 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 ah.
Puff aus. Verdammte Krütze. RCS, weiß ich nicht, ob das sonderlich viel bringt. Ich schmeiße jetzt einfach mal den unteren Teil weg. Schalte das SES nochmal kurz aus und nochmal an. Und starte meinen Xenon-Antrieb. Der ungefähr so viel bringt wie... Also, ja, liegt vielleicht daran, dass ich keinen Strom mehr habe. Nein, verdammte Krütze. Nein. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich sogar... Jetzt ärgere ich mich. Ich habe jetzt keinen Strom mehr, was dazu führt, dass ich das Ding hier nicht mehr kontrollieren kann. Das heißt, ich kann auch nicht die Solar Arrays ausfahren, um Strom zu bekommen. Ich, Idiot, habe einfach vergessen, die Teile von Anfang an, sobald wir im Orbit sind, auszufahren. Ja, dann würde ich mal sagen, tschüss Sikorsky, kleiner Satellit, du fliegst irgendwo ins Weltraum, ins Weltall und wartest nie wieder gesehen. So eine Scheiße. Ja, ziemlich kurze Folge. Tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, ich lerne daraus. Aber solange wir jetzt noch um den Mond kreisen, wo ist er denn hin? Da. Können wir ja den so ein bisschen angucken. Ja, ist throttled up, ich weiß. Wir kommen relativ nah an den Mond ran und sehen die Oberfläche. So ein bisschen, bevor wir dann im Weltraum verschollen gehen. Verschütt. Wusch. Hallo, Mun. Nächstes Mal hole ich mir ein kleines Plätzchen, wo ich schön drumherum zirkeln kann. So, und so verabschieden wir uns von unserem Planetensystem. Minmus fliegen wir wahrscheinlich nicht gerade vorbei. Ja, und weg sind wir. Wir sind jetzt auf einer Umlaufbahn Richtung einfach um die Sonne. Oder wie sie hier heißt, wie hieß sie denn? Keine Ahnung. Ja, das Manöver brauchen wir jetzt nicht mehr. Ist ja mal vollkommen fehlgeschlagen. Ja, und bewegen uns jetzt schön mit den Planeten und mit unserem Planetensystem um die Sonne. Und haben keinen Strom mehr. Ist das ärgerlich. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. So, damit beende ich jetzt die Folge. Wie gesagt, ziemlich kurze Folge. Sorry für den Fehlschlag. Wir lernen aus der Folge Folgendes. Zu viel Folge. mehr Treibstoff ist nicht schlecht. Ist definitiv nicht schlecht. Da brauchen wir vielleicht zwei Tanks dran oder noch so ein kleines Asparagus-System. Was auch empfehlenswert wäre, Strom. Ganz wichtig, kommt auf die Liste ganz oben, sobald wir im Orbit um Kerbin sind, Strom-Generation starten. Ja, das werden so die Ziele fürs nächste Mal. Dann würde ich sagen, ab zum Space Center und ich verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Kommentiert schön fleißig. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwas an Kommentaren entdecke. Insofern sage ich schon mal, bis zur nächsten Folge. Ciao.